ist noch nicht so ganz gerade. Naja. Oh, hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder. My Time at Zentron. Heute ist Party Time, und schon hier sieht. Er ist schon ganz aufgeregt hier, Silent Salute. Hat schon Luftschlangen um seine Extremitäten geschlungen, was immer das alles ist, was er hat. So. Mia schenkt uns wieder einen Bilderrahmen, den wir unbedingt hier das Museum aufmachen. Aber Elsie schickt uns Dörrfleisch, obwohl sie hier wohnt. Sie muss das auch nur auf den Tisch legen. Naja, sie hat wahrscheinlich wieder vergessen, dass sie hier wohnt. Das ist schon, ja, gut. Naja, wir haben jedenfalls nachmittags unsere große Party. Und Unschur will anscheinend Krieg ziehen, oder was will der hier? Eisenschwert und Schild. Ja, okay, kann man ja machen. Wurde wieder noch Tücher, wahrscheinlich Verbandsmaterial dann. Ja, kann er haben. Warum nicht? So, was? Sand von Maschinen entfernt. Oh, naja. Wollen wir das Beste hoffen. So, gucken wir mal. Wir brauchen Bronzeplatten, sonst haben wir alles. Oh, die beliebten Bronzeplatten. Ne, die machen wir an der anderen Kiste. Stehe falsch da. Komm, machen wir mal 4 Stück. Oh, wir haben gar nicht so viel. Wir können die sowieso mal gebrauchen zum Verschenken. Sind die auch immer gut? Oh, jetzt habe ich nur eine gemacht. Na komm. Brauche die so oder so mal. So, wunderbar, läuft. Oh, Zauberspiegel. Ich brauche gar nicht fragen, aber ich. Ja, das war auch klar irgendwie. So, wie sieht es sonst heute aus? Hier läuft Elsie rum. Ja. Und denkt, sie wohnt woanders. Okay. Unser Kind. Unser zweites. So, wird auch angezeigt. Ach, Vivi hat ja auch noch Geburtstag. Oh! Ei, ei, okay. Da haben wir doch bestimmt hier, was weiß ich, dünner Faden oder sowas können wir schenken. Oder die 72. Lupe oder sowas. Abdeckcreme, nee, das wäre glaube ich nicht sowas. Ja, Faden wäre schon nicht schlecht. Oder ein Teppich, oder habe ich noch irgendwo einen Teppich rumfliegen? Ist ja wahrscheinlich auch irgendwo, ja, Steinschlauch. Warum habe ich so viele Steinschleudersteine? Warum habe ich die überhaupt aufgesammelt? Ja, okay, mal gucken. Eine Bombe, das wäre glaube ich auch nicht so ganz was für sie. Mit Schmuck sind wir bei Elsie jetzt auch nicht so ganz gut gelandet. Wollfaden, komm hier, sowas. Wollfaden ist ja mal gut. Habe ich eigentlich auch. Wofür brauche ich den eigentlich? Ich brauche irgendwas mit einem Wollfaden. Außer wir sind in einer Höhle mit Minotaurus, aber ansonsten haben wir die noch nie für irgendwas gebraucht. Habe ich den jetzt hier drin? Den hier gar nicht. Ach, ich habe einen Reliquienbeutel, okay. Was sind diese verdammte Wolffaden jetzt? Komisch. Gut, dann schicken wir einen Wolffaden, haben wir das auch schon mal erledigt. Hat es doch nicht ganz verdient, dass er uns dieses Jagdmal-Kostüm einfach nicht vervollständigen will, aber wir sind ja ein guter Sandrocker. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Was machst du hier für ein komisches Ding hier? Weg! Hau ab! Puff! So, jetzt haben wir hier, oh, den Laden ein bisschen voll Saft, durch Saft. Ein bisschen voll gemacht, aber ja. Wo ist denn, ja. Ist ja die Kollegin hier im Ausschank. So, mal gucken. Ich dachte, ich komme vorbei und sag Hallo! Ja, also bist du jetzt nicht bei mir, aber du kannst gerne Hallo sagen. Ja, Bonsai-Baum. Du hast auch das gleiche Problem wie Elsie, okay. Okay, der Captain ist saumüde, aber keine Ahnung, vielleicht eine Nachtschicht gemacht. Ja, ja, der jagt mal für los. Ich sag nix. Okay. Jasmine! Was machst du da? Weiß ich nicht. Einmal habe ich gesehen, wie Burgess X verfolgte, weil er Burgess Milchgeld gestohlen hatte. Und das war das Lustigste, was ich je gesehen habe. Jo, das glaube ich, wenn man Burgess sieht. Wo willst du hin? Achso, die möchte sich da wieder hinsetzen. Ein bisschen lesen und die Leute beobachten. Sehr schön. Na, das ist eine gute Sache. Leute beobachten und lästern. So, ach, die gute Vivi. Das für eine Überraschung. Nee, die will ich nicht mitnehmen. Ich will Vivi. So. Ein weiteres Mitglied. Vergiss es. Das klappt nicht. Wir sind schon verwandelt mit jemandem. So, wenn ich einen Wolffaden finde, kannst du den gern haben. Hier. Echt nur einen? Danke, um ehrlich zu sein, ist das nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber ich bin froh, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Plus 9. Also Wolffäden sind nicht ganz so geil für sie, aber immerhin. Ja, besser als nix. Na gut.
Wenn sie mir dieses Jagdmal-Ding dann gibt, dann kriegt sie auch was Besseres. So. Eine Hand und so weiter. So. So, apropos Hand. Apropos Hand. Also nie mit solchen Werkzeugen umgehen, Kinder. Außer ihr habt einen Groß dafür gemacht. Hey Owen, großer Zauberer. Howdy. Howdy. So, wie sieht's aus? Hier sind Holzstöckchen, und wenn du damit vorhast. Machst du schnell kaputt, dann kann ich wieder einen neuen Auftrag machen. So, wunderbar. Und hier, ach, da hinten ist Ernest mal wieder, ist am Recherchieren und am Sinieren über sein neuestes Werk. Also hat nichts zu tun, wie man so als Autor sagt. Es war nicht immer einfach für mich, mit Leuten Freundschaft zu schließen. Also, du solltest wissen, dass ich unsere Verbindung wirklich zu schätzen weiß. Aber wir sind Freunde? Okay, ja, lass dir schmecken. Hier ist eine leckere Kerze. Ob die unser Bild hier weggemacht haben, das nehme ich hier ein bisschen übel. So, und... Okay. Gut, wir haben genug Bilderrahmen, so ist hier nicht, aber... Was ist los, Sheriff? Miau. Ja, haben wir wieder eine harte Schicht. Ich glaube, es ist das Einzige, der hier arbeitet für den ganzen Haufen. So, ach, JD, geht's dir so? Neue Theaterstücke in der Bibliothek. Sehr schöne Sache. Hab ich heute schon mal was geschenkt? Ich glaube nicht. Was haben wir denn für dich Schönes? Diese Themenvase. Ja, ich habe ja auch noch einige von den Dingern. So, wie ist da mit schönen neuen Ohrringen? Ich meine, du hast da hier so Perlen, aber man kann immer... Oh, was für ein Geschenk, das gefällt mir sehr gut. Guck mal an hier, wir sind allerbeste Freunde. Siehst du mal, mit Schmuck fängt man Läuse, oder wie war das? Schmuck fängt man... Nee, ist auch wurscht. So, haben wir das auch? Haha, Mann. Dann ist es gut gestellt mit der Lehrerin. Dann wird das dann auch noch mit was mit der Karriere von Wendy. So, das hier noch. Zack, Bronzestangen. Zwei Bronzeplatten, genau. Da mehr brauchte ich auch nicht. Dann können wir die hier schon mal anschmeißen, die Kiste hier. Schrapp. So. Hau zusammen, Junge. So, wie sieht's hier aus, Freunde? Joker! Wie? Welchen Kanal hast du heute auf deinem Kopfhörer? Au! Den kenne ich nicht. Aber gut, mach weiter. Zieh hier noch aus. Fische sind alle da. Wunderbar. Boah, Sunny. Auch zufrieden. Ja, das geht ja mal. Okay. Ja, genau. Lass dich ruhig aus. So, dann haben wir noch die Bronzestangen und Platten. Die sind jetzt nicht so wichtig. So, was haben wir sonst noch hier, was sich lohnt? Große Sandschlange. Dann haben wir nur zwei. Dann müsste ich schon wieder fischen gehen. Ja, habe ich jetzt keine Lust drauf, muss ich sagen. Davon haben wir sehr viele. So, was haben wir hier? The Burgess. Keine Ahnung, was der will. Achso, ich weiß, was er will. Das ist Tansch. Kriegt aber nicht. So. Für wann ist denn heute das Fest? Um 17 Uhr. Okay. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir noch ein kleines bisschen hier ausliefern. Hallo, Herr Hernandez. Keine Fotos von meinem Gebäude machen, hm? Wir haben Copyright da drauf. Ich im Auge. Bestimmt Spion. Was sagen, was ihr wollt. Ja, hui, ja, Unschuhe. Schön, dass du hier bist. Hier haben wir deine Verbandsmaterialien. Der Rest, womit du dich verletzen kannst, kommt später. Bereite dich schon mal vor. So, ja, können wir einen Fleck zu fangen und sagen, soll mal ein Bett bereit machen. Unschuhe zieht in den Krieg anscheinend. So, apropos, dann können wir nochmal zu Ski. Jane, was macht die jetzt hier? Achso, hier, Ski, okay. Wenn Ski sich jemals ein Auto kauft, ist er dann ein Skifahrer? Ich weiß nicht. Beschäftigt mich schon lange die Frage. Wo ist er denn? Also oben ist wieder sein Rollbraten. Ne, er steht rum und wartet auf seine Gesetter. Ja, also... Was immer du damit machst. Viel Spaß, bau ein Surfbrett damit oder so und treff dich mit Logan. Ja, so ein Nerd und Surfen und Logan, naja, ich weiß nicht, ob das zusammenpasst, aber gut. Kann ich alles haben. So, das haben wir. So, hier ist keiner. Hm. Kann man auch nichts mopsen. Gibt eigentlich sowas im Bonn sein? Dann können wir den eigentlich... Nö.
dann hätten wir den mal Amira schenken können, weil die glaubt ja ständig, dass sie einen Bonsai irgendwo hat. Aber die hat auch noch nicht so ganz mitgespielt, dass das Spiel ihr keinen gegeben hat hier, aber es ist natürlich... Ah, Mian, tust du, als würdest du lesen. Hallo, wie geht's dir so? Ein Baumeister Porsche. Ach komm, die haben eh keine Ahnung davon. Guck dir mal den ganzen Ort an, wie der gebaut ist. Ja, ja, ist doch wie misslungenes Disneyland von irgendeinem wahnsinnigen Design. Das hätten wir auch gekonnt. Aber gut, uns hat man ja nicht gelassen. Ja, wir sollten auch mal so einen ganzen Ort hier ummodeln. Irgendwann kaufen ganz Sandrock oder machen hier einen riesigen Vergnügungspark drauf. Eine Unterwasserwelt, also wir setzen erstmal alles unter Wasser. Kann Kevin auch mal durchatmen, richtig. Man muss Pläne haben. So, wunderbar. Jetzt haben wir auch noch bald Party. Sehr schön. Oh, da müssen wir noch gucken, ob wir was zu essen dabei haben. Oh, okay. Ja. Das könnte mal ein Risiko werden. Ja, die wollen immer diese teuren Sachen essen. Das ist ein bisschen blöd. Hier noch Mapo, Tofu und so Gedöns. Soll ich mal gucken. Mapo, Mapo. Das mag doch. Aber wir haben mal Fang gar nicht eingeladen, oder? Sand-Tee-Dudel, auch schon lange mal gemacht. Komm, hauen wir mal rein hier. Aber auch. Oh, gar nicht so viel Land. Sandlauch mehr wie früher. Das früher war auch mehr Sandlauch. Ja, das hat meine Oma auch immer gesagt. Hm. Noch irgendwas Billiges hier für das günstige Publikum. Hier. Ach, warte, Schlange. Das Ding braucht nicht so lange. Jetzt mach die Nudeln. Hopp. Express. Und wie geht's euch so? Gefühl hat die eine immer dicker werden. Dieser Stehkopfkönig da. Hm. Vielleicht fressen sie sich auch doch gegenseitig irgendwann. Na gut, das war. Oh, Lanzelot. Kevin, was habt ihr denn gemacht gerade? Irgendwo ein Gefecht geschlagen oder was mutet ihr da? Okay. Oh, das Zauberspiel kommt auch mal vorbei. So, dann können wir nochmal hier unseren Fischbrei Matsch machen. Den können wir auch nochmal servieren dann. Yummy, yummy. So, das geht ja mal schnell. So, war das schnell fertig, ne? Interessant. Eierschöcke. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Falls das einer mag. Vielleicht die Vivi oder so. So, komm, mach. Mein Gott, 3 Sekunden ist ja langsamer als die Mikrowelle. Komm, hier, zack. Wunderbar. So, haben wir aber zu essen. So. So, alles für Wendy's Party. Hallöchen und Joe. Ja, komm einfach rein. Latsch einfach hier durch. Genau. Das Bild ist wirklich gastfreundlich. Ja, und wie? Kommt mal schön alle rein. Hallo, Jane. Logan. Du kannst auch durch die Tür gehen, wenn du willst. Du bist wirklich ein warmherziger Mensch, nicht wahr? Ja. Unglaublich. Ja, da kommt auch schon der Rest. Wunderbar. Hey, Rocky. Schön, dass du... Habe ich dich eingeladen? Schön, dass du auch hier bist. Logan, du siehst ja auch wieder aus wie so ein... Irgendwie erinnert mich das jetzt... Irgendwie so ein bisschen an unseren... Bollywood-Film. Ich weiß auch nicht warum. Das Kostüm hier. Fred ist einfach zu großzügig. Ja, genau. Aber hier wird nichts umsonst genommen, ne? Also, als das auf dem Tisch steht, wird gegessen. Der Rest wird nicht angefasst, Freunde. So. Trudy, Andy, schön, dass ihr miteinander spielt. Was macht ihr hier? Ja, clever am Kopf. Und du hast wieder diese komische, skandalöse Frisur. Aber was macht er nichts? Hey! Springen hast du geübt. Ja, du kannst einfach vom Dach meines Hauses springen. Guck mal, wie weit du kommst. Herr Lancelot, schön, dass du auch dabei bist. Ja, komm, du machst mal mit hier. Auch du, mein Freund. Du verbreitest immer gute Laune. So, Leute. Und gefällt's euch hier? Habt ihr schon mal eine Erweiterung vom Haus gesehen? Da hinten geht's übrigens zu den Tieren. Hier, wo der Pfeil ist, könnt ihr einmal ums Haus gehen. Dann kommt da hinten wieder raus. So, sehr schön. Weiter so. Immer durchgehen, gibt's nichts zu sehen. Mabel, unschuld. Hallo? Nicht hier in der Ecke pinkeln, ich sehe sowas. Wir haben ein Bad. Wir haben keine Toilette, aber wir haben ein Bad. Immerhin. So, können wir schon mal ein Feuerwerk hier anmachen. Guckst du so gleich, kein Mensch. So. Das ist übrigens... Ein Fenster, Trudy. Na gut, ist auch wurscht. Party Time! Jeha! So Leute, schaut mal, das schöne Feuerwerk hier. Extra für euch. Ja, wenigstens die Seepferdchen und Spaß. Boah, das ist wieder... Wieder Perlen für die Seepferdchen geworfen.
Ja, ja, gut. Feuerwerk, Freunde. Ja, wo ist denn unsere Wendy eigentlich? Die müssen wir natürlich auch mal dazu holen. Hups, Macchiato steht im Weg. Da machen wir hier das Feuerwerk des Jahrhunderts. Und was kommt? Nix. So, wo ist unser Kind hier? Wendy! Oh Gott, sie hat Hunger. Kein Mensch kümmert sich drum. Wo ist Elsie? Man weiß es nicht. Ja, kann ich jetzt. Ah, ganz genau. Kann ich jetzt mal aufnehmen? Nee. Irgendeinen Grund geht das jetzt nicht. Jetzt. So, dann müsste ich jetzt sie auch gleich wieder. Nee. Kann sie nicht hochheben. Das ist ja komisch. Nee, kann ich nicht. Wieso nicht? Kann ich das ganze Bett nehmen? Komm, dann ziehen wir halt um. So, geh in den Partyraum, Wendy. Hier, damit du auch dabei bist. So. Geht schon hier ums Kind, Kinder. Ich meine, hier. So, du weißt doch schon mal direkt, wie das hier anläuft, Wendy. So, Leute, vergnügt euch. Beim Essen und so. Also. Kann ich schon was drauflegen, ja. Du hast ja das andere Essen. Habt ihr das schon alles gefuttert oder was? Okay. Was ist denn der ganze Kram, den ich da gekocht habe? Hier, warte mal. Korianderomelett. So, hier das. Und hier das. So, Leute. Hier, bitte alles für euch. Alles für euch. Nur das Beste für meine Gäste. Habt Spaß. Haut rein, Leute. Und wie ist bei euch so in der Kindheit gewesen? Das ist ein bisschen viel, Freunde. Was ist denn hier los? Kevin, ich glaube, ich muss dir was sagen. Los gehen. So, haben wir das auch? Cheers? Ja, genau. Cheers, Leute, macht den Sekt auf. Wunderbar. Guten, ehrlich, Leute wie Fred. Ja, ganz genau. Absolut. Sag doch auch mal was. Du bist ein Intellektuelle hier. Das sind zwei Brillen. So, was haben wir hier? Warum sitzen die neben den Stühlen? Interesting. Interesting. Wow. This is really cool. Dieser Hof ist wirklich schön. Ja, der Hof ist zwar draußen, aber das, wenn du das jetzt sagst, hier habe ich nichts dagegen. Todi, du kannst dich auch auf den Stuhl setzen. Der ist dafür da gemacht. Aha. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, aber gut, wenn sie so sitzen will. Ich möchte dieser ihr Beckenboden trainieren und so ein bisschen dann hocken bleiben. Ich weiß es nicht. Crystal, was machst du zu der Party hier? Wahnsinn, oder? Wir Bergungs- und Handwerkertypen müssen zusammenhalten. Wir sind wie Erbsen und Karotten, Hummel und Honig, Brot und Butter. Bergungsarbeiter, Handwerker, genau. Erbsen und Karotten? Ja, ganz genau. Kenn ich nicht. Gut, Leute, und Logan. Schon wieder ein paar Monster verkloppt draußen. Du musst dein Glück in den Peripherien versuchen. Ah, ja, genau, mach das, ja. In den Peripherien von Katoris World wahrscheinlich, weil die hat die ganze Wüste langsam auch gekauft. Ah, Fred, dein Haus ist super cool. Ja, kann man sagen. Guck dir mal die handgezeichneten Meisterwerke an hier. Wahnsinn, oder? Wir haben sogar hier so ein Tic-Tac-Ding, eine Uhr, glaube ich. Wahnsinn. Und Schuhe hat auch richtig Spaß hier. Ja, Wahnsinn. Super Party hier wieder. Absolut. Dem geht's gut. So, haben wir eigentlich nichts zu futtern hier? Kann man hier nochmal drauflegen? Wo war denn das andere? Hatte ich kein Essen geordert hier für den Kram? Kommt mir jetzt so komisch vor. Wir haben noch ein paar ganz üble gehackte Pfefferfischköpfe. Die könnt ihr auch gerne essen, Freunde. Ist ein Spezialrezept von unserer lieben Elsie. Ja, unglaublich tasty. Wir haben hier den schärfsten Fischkopf reingetan, den wir gefunden haben. Egal wie alt er ist. Haut rein. So wie Sustramen. Schmeckt ja auch nach ein paar Jahren noch, oder? Elsie, schön, dass du auch hier bist. Wohnst du hier, oder? Ja, ist genau hungrig. Dann ess doch einfach mal. Und immer schön mit der Gabel in den Mund. Sehr schön. Mit Wendy auch weiß sie, das geht irgendwann mal. Naja, wenn sie noch ein paar Skorpione kriegt, dann hat sie gelernt, wie man mit einer Schere umgeht. So, haut rein, Freunde, haut rein, lasst es euch schmecken.
Steht ihr denn jetzt alle hier oben? Oh Gott, ja. Und Katori, hast du auch Spaß hier? Ja. Ach, hör doch auf, immer dieses Trübsal zu blasen. Habt Spaß heute. Was? Genau. Macht's jetzt, Herr Lancelot. Immer gute Laune. Genau. Stimmung. Jesus Maria, okay. So, was habt ihr so mit euren Kindern gemacht, wenn es ihnen nicht gut geht? Hm? Ja, habt ihnen einen Skorpion gegeben und einen Sandwurm wahrscheinlich. Sehr schön, dann sind ja auch beschäftigt, die Kinder. Ich bin nur noch hungrig, Mann. Was? Okay. Schon gehen, Freunde? Ich wollte gerade die Partymusik anmachen. Wartet doch. Wir können noch was Schönes zusammen tanzen. Moment, dann machen wir mal die Musik an. Ja, das ist ja auch okay. Aber auch zu tanzen, oder nicht? Gut, dann ist das weg. Wendy, das war irgendwie hier nicht so davor. Geh mal weg aus dem Weg hier. Ich habe ein Kind, ich habe ein Kind. Hallo, aus dem Weg, Notfall. So, so kannst du hier wieder schlafen. Das ist mein Kind, das ist so da. Jetzt können sie aufnehmen. Oh, warum ging das eben nicht? Na komm. So, ja, absolut. Wir müssen das Kind mal. Guck mal hier, das ist eine Schwester übrigens. Was war das jetzt gerade? Hm. Weißt du da? Weißt du nicht? Weißt du? Die macht sich unsichtbar. Wahnsinn. Unser Kind kann zaubern. Sandy, deine Schwester. Ist ja auch egal, ne? Okay. Und sie wird sich an dir rächen. So. Huch, was ist mit dir los? Ist ausgeschaltet? So, Kinder, guck mal hier. Um die ging es eigentlich heute. Die gute Wendy hier. Neues Mitglied in Centrock. Was soll's die Kleinen dir sofort beibringen, wie man Erze knackt? Ja, ganz genau. Macht er sehr gut, Erze knacken. Ganz tolle Sache. Das Tier, das sich verfolgt. Heißt das mein Kind? Hör auf. So, war schön mit euch. Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt. Das nächste Mal gerne wieder. Macht's gut. Kommt nur nach Hause. Wir machen keine Party mehr. Kostet alles nur Geld. Ja, ja, Nemo. Du siehst aus, als hättest du Spaß gehabt heute wenigstens. Na gut. Irgendwo am Strand gewesen oder so. Naja, so, Wendy, das war mal wieder. Ich glaube, wir bringen dich mal ins Bett. Flop, weggebeamt. So, das ist schon sehr praktisch hier in unserem Rock. Kann Kinder einfach wegbeamen. Dann sind sie direkt im Bett. Diese Ungesumme von Lancelot ist auch. Ach, dann wahnsinnig. So, und jetzt das Werkzeug ist fertig hier. So, ihr könnt übrigens auch nach Hause, falls ihr Lust habt. Sehr gut zufrieden, kleines Tierchen. Oma hat ein Auge auf dich geworfen. Auf der Lancelot? Kannst du gerne mal haben, eine Woche. Du und dein Haus, dir gleich durch einen was? Bin viel hübscher, was soll das? Weißt du, du würdest es nicht glauben, aber ich sehe tatsächlich viel von mir in Elsie. Stur, kapriziös, aber nicht zurückstecken. Das war ein altes Ich, wenn du das glauben kannst. Und auch vergesslich? Okay. Das erklärt einiges, glaube ich. Komm gut nach Hause irgendwann, in dem Tempo. Sollen wir nicht nach Hause bringen? Lancelot? Ja, besser nicht. Dann ist Schwiegermutter weg. Naja, gut. Holla. Wir haben einen Knabberbogen für Haustiere bekommen. Okay. Er kann jetzt Erze knacken. Wo kommen jetzt Herzchen daher? Mach das normal. Das war jetzt merkwürdig, okay? Das ist jetzt. Macht er das immer so? So, wenn wir schon das Feuerwerk hier haben, Freunde, wollen wir das nochmal nutzen. Oh. Happy Birthday, Wendy! Und alles Gute zum, dass du geboren bist und sowas. Wir haben ja noch nicht nachts schon geübt. Ah. Ruhestörung! Ja! Kommt noch Ziviltruppe! Interessiert kein Schwein. Okay, wunderbar. Dann können wir hier weitermachen. So, das muss noch verbessert werden. Okay, ausgeschlossen. So, schnell noch das Ding hier verbessern. Schwupp. Schwupp, dann haben wir das auch. Hey, Batman! Du hast auch alles verpasst, ne? Kann sein, dass du noch langsamer bist als früher. Warte. Oh. Warte mal. Wenigstens bist du auch mal gut gelaunt, ne? Ich hätte mal auch zur Party mitnehmen sollen. Jetzt hast du ihn jetzt 67. Jo, oh, gar nicht so schlecht. Treuer Anhänger ist er. Liebt Rippenfleisch. Sehr schön.
Ja, sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Wie viel haben wir denn von diesen Dingern jetzt hier? 220. Ja. Eine Aloha-Kette hier. Ist auch nicht schlecht, ne? Sieht aber dann eher aus, als wäre im Urlaub hier. Hm. Du sollst hier arbeiten, Mensch. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ja, ich ein strenges Regime, Freunde. Hier, Henny Horst, schon wieder Nachtschicht hier. Nee, die pennen wieder. Oh mein Gott. Bei ihr arbeitet wenigstens weiter. Immer schön futtern. Sehr schön. Flauschiges Fell produzieren. Ein paar Pilze hier haben wir so viele. Aber gut, können wir mal welche anbauen. Wir müssen doch eigentlich jetzt wieder welche finden, oder? Bei der Jahreszeit. Oh, ist es schon. Oh, schon spät. Ja, wir finden jetzt was anderes. Wir finden das Bett. Gehen jetzt mal in die Falle. Okay, das ist ja alles dann abgemacht. Naja, schade. So, hier können wir, glaube ich, Unschuhe nicht mehr besuchen. Was will Badges denn jetzt noch? Der ist auch zu Hause wahrscheinlich. So, was haben wir sonst noch? Haben wir noch irgendwas verpasst? Vivi hatte Geburtstag, das haben wir geschafft. Oh, Coco hat Geburtstag. Ah, aha. Oh, okay. Coco, 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 Coco. Und das... Der kann man auch wieder was Schönes machen. Diese Vogelschaukel ist immer ein super Geschenk. Egal, ob es Ski oder Coco ist, die lieben das einfach. Wenn ich sie denn finde. Die Vogelschaukel, wir haben keine Farbe. Na gut, dann müssen wir halt noch Farbe kaufen. Du, du, du. Ja, genau. Da ist auch nichts mehr so lukrativ. Dann gehen wir mal ins Bett. So, Feierabend, Freunde. Oh, schon 1 Uhr. Gott, die Zeit vergeht wieder. Ich bin spät. Ja, das sollten sie auch ausblenden. Das bringt mir Fried nichts. Schatzelein, bist du schon im Bett? Wunderbar. Ich komme auch. Mie, 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 mie. Bäh. Bäh. Was ist denn hier los? Lanzelup bei uns im Bett gewesen? Was machst du denn hier? Hau ab. Warum warst du feucht? Habe ich jetzt mit dem geknutscht oder mit Elsie? Oh Gott, das war so komisch. Naja, gut, gehen wir mal schnell runter. Das Kind. Das Kind. Kind. Nee, hier ist nicht das Kind. Wo ist das Kind? Ach, hier. Du warst aber durch, sag mal. Immer durstig, die Kleine. So, bitteschön. So, frisch pürierter Sandfisch. Lecker, lecker, lecker. Hm. So, wie so schmeckt. So, Sandy, gut, dass du dich um deine Schwester so kümmerst. Hallo? Fred, ich möchte Leckerei mitbringen, wenn wir rausgehen. Und wenn ich Tiere sehe, kann ich sie füttern. Tiere und füttern. Ja, es ist eine gute Idee. So, guck mal, was haben wir denn da schon? Dann nimm mal so ein Bullhead mit. Den kannst du schon mal gleich verfüttern. Genau, am besten, wenn er noch richtig zappelt. Dann freuen sich die Tiere drauf. Dann immer schön in der Hosentasche walten. So, wunderbar, haben wir das auch. Oh, schade, Nico ist weg hier. Hey, Rocky. Dann winken wir uns zu. Gut, wir sind beides Helmträger. Dann gehört das wahrscheinlich dazu. Und einer ist Nani schon wieder. Ich bin zweimal diese blöden Dinger weg und jetzt kriege ich schon wieder eins. Ich muss mich, glaube ich, mit den entfreunden. Das nervt irgendwie. Na gut, Elsie, weißt du noch irgendwas, dass wir verheiratet sind? Sonst wie? Der Paar kommt schon seit 6 Jahren nicht zum Abendessen. Vergiss es einfach. Ach, was soll's. Na gut. Dann machen wir mal weiter hier in wunderbaren Sandrock. Sag mir jetzt endlich mal, dass ein Sandsturm kommt oder sowas. Auch nicht. Na gut, dann arbeiten wir mal weiter. Wir müssen schließlich noch im Level aufsteigen. Hier, oh. Oh, hier sind immer ein paar lukrative Sachen. Fortgeschrittene Tau-Kollektoren. Die haben wir auch noch nie gemacht für jemanden als Auftrag. Das können wir auch noch gut machen. Jo, sehr schön, sehr schön. Dann können wir wieder Kohle verdienen. Elsie geht wieder rein, weil sie vergessen hat, dass sie schon mal draußen war. Sehr schön. Und dann machen wir mal weiter. Hier in Sandrock. Oh mein Gott.